Viele Männer beschweren sich bei mir, dass die Frau gar nichts macht im Bett. Also sie gibt weder einen Ton von sich, sie bewegt sich nicht, sie stöhnt nicht und sie beteiligt sich auch nicht. Also vielleicht mal gerade, dass sie sich mal umdreht von alleine, aber sonst macht sie überhaupt gar nichts. So, und ich weiß, dass da der Ärger und der Stress und der Streit und wie auch immer der Frust des Mannes sehr groß ist. Ich habe gerade schon ein Video gemacht für die Frau zu diesem Thema. Vielleicht magst du dir das anschauen. Bevor wir jetzt aber zu 5 Lösungen kommen, die ich dir hier gebe, möchte ich erstmal gucken, was du dich vielleicht fragen kannst. Ja, also ich gebe dir hier ein paar Fragen mit, wo du das einschätzen kannst. So, und die erste Frage wäre, ist sie denn überhaupt erregt genug? Also, siehst du an ihr in irgendeiner Art eine Erregung? Oder ist es wirklich für sie nur ein Abarbeiten, ein Funktionieren extra für dich als Geschenk? Also, noch eine weitere Frage. Wollte sie denn Sex? Oder hast du nur gesagt, ja, komm, wir gehen heute, wir machen Sex? Oder können wir heute Sex machen? Können wir heute Sex haben? Okay. Wollte sie selber den Sex oder wolltest du den? So. Und die dritte Frage, die würde dich vielleicht wundern, aber die ist für Frauen sehr relevant. Habt ihr gerade, also heute, bei dem Akt, habt ihr eine innige Beziehung, eine innige Nähe? Gibt es Intimität zwischen euch? Oder ist es nur ein Gerammel oder ein Tagesablauf? Ja, wir müssen mal wieder, okay. Ja? Weil wenn es keine innige Beziehung ist gerade, dann hat sie einfach auch keine Lust, da mehr reinzugeben. So, und dann die vierte Frage ist, warum beteiligt sie sich denn nicht? Hast du das schon mal mit ihr besprochen? Hast du sie schon mal gefragt? Und ja, ich höre sehr viele Männer fragen und die Frauen sagen dann immer nur, ach, hör auf jetzt du mit deinem Sex. Also die wollen gar nicht mehr darauf antworten. Und vielleicht, also oftmals liegt es daran, wie der Mann dann mit den Antworten umgeht, dass sie sich dann sozusagen irgendwie unter Druck gesetzt fühlt durch diese Fragen. Deswegen wäre mein Augenmerk, sprich mit ihr und versuche wirklich, also sage ihr, ich möchte dich verstehen. Hilf mir bitte. Ja, ich möchte es besser machen. So, und die 5 Tipps, die ich dir jetzt gebe, die sind jetzt ganz konkret auf die Liebessituation, auf die Bettsituation bezogen. So, also stelle vor dem Sex die Nähe her. Ja, also sorge dafür, dass sie sich wohlfühlt, dass sie wirklich, was weiß ich, sich gesehen fühlt. Schau ihr in die Augen, berühre sie liebevoll, sei wirklich präsent, sprich mit ihr. Das sind die Punkte, die eine Frau braucht, die eine Frau braucht, damit sie sich gerne mit dir näher einlässt. So, und dann mache natürlich Punkt Nummer 2, ein Vorspiel vor dem Vorspiel. Also ich sage jetzt mal da nippeln oder fummeln, das ist kein Vorspiel. Also wenn sie, wenn die Lust nicht vorher schon da ist, lässt sie sich doch da gar nicht ran. Ist doch wohl logisch. Das heißt, also sie braucht etwas davor, ja? Also sprich sie da schon erotisch an. Berühre sie schon nicht direkt, aber indirekt an verschiedenen Teilen und begleite sie dahin, dass sie dann irgendwann das mit dir möchte. So. Und dann der dritte Punkt, und da kann ich mir, glaube ich, den Mund fusselig reden, weil es eben das Erleben der Frau ist und das ist so ganz anders als das des Mannes. Enthalte ihr wichtige Dinge, lustvolle Dinge vor. Ja, also dafür muss sie aber schon erregt sein. Und wenn sie denn schon erregt ist, dann stoppst du das und machst was anderes. Dazu gibt es auch diverse Videos hier bei mir im Kanal, wie du das tun kannst. Verlinke ich dir. Ich muss mal gucken, welches das ist, welche das sind. So, Punkt Nummer 4. Ändere deine Abfolge, deine Dramaturgie des Sex. Variiere. Ja, mach einfach was anderes. Mach nicht mal die gleichen Stellungen und die gleichen Praktiken. Nutze andere Orte, was weiß ich, nimm ein Kissen dazu, ja, variiere die Sachen. Variiere auch deine, sag ich jetzt mal, die Nuancen, also von sanft bis fester, variiere das.
Das langweilt ja sonst. So, und der fünfte Punkt, und der rundet das auch alles nochmal ordentlich ab. Also, sprich mit ihr, ja. Sprich mit ihr darüber, ne, was scheiße läuft, das habe ich ja schon gesagt. Aber auch sprich mit ihr beim Sex. Nutze dein größtes Mittel, weil die Lust der Frauen liegt bekanntlich zwischen den Ohren. Und wenn du sprechen kannst, dann hast du wirklich alle Trümpfe, die ein Mann haben kann. Und wenn du dann noch weißt, wie du eben das so machen kannst, dass sie auch das macht, was du sagst, und dafür braucht es Vertrauen, ja, dann bist du ein wahrer bester Liebhaber. So, also in diesem Sinne, teile das Video, like das Video und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich auf dich. Bis bald.